Einen wunderschönen guten Tag und willkommen im März. Ihr schaut Mofan VR, ich bin Mutensen und heute gibt es hier alle bis zu diesem Zeitpunkt bekannten PlayStation VR 2 Releases im Monat März im Jahr 2024. Ihr kennt das, dieses Video kann ich nicht ändern, aber die Liste bleibt dynamisch. Der erste Eintrag hier in den Kommentaren zum Video wird eine komplette Liste sein, die ich weiter pflege. Ja, bis Ende März werde ich da alles eintragen, was sich noch ergeben hat, was sich ändert etc. Ihr könnt also immer wieder nachschauen, kommt wieder zu dem Video zurück und guckt, was jetzt wirklich passiert ist im März mit der Software für unsere PlayStation VR 2. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einfach auch Kommentare reinschreibt. Wenn ihr was hört, dann immer rein damit, gerne dann aber auch mit Quellenangabe. Däumchen unter diesem Video wäre natürlich auch was Schönes. Abonnieren könnt ihr sowieso. Und jetzt geht's einfach mal los. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Am 1. März kam bereits Rainbow Reactor Fusion. Das gab es schon für mehrere Plattformen in der Vergangenheit. Jetzt gibt es auch eine PlayStation VR 2 Version. Es ist im Kern ein sehr nettes Match-3-Spiel, was sehr physikalisch gelöst ist. Ihr werft mit bunten Kugeln und müsst dann versuchen, Reihen zu erzeugen. Das ist tatsächlich sehr geil gemacht. Drumherum gibt es noch ein bisschen Schnickschnack und Story. Das ist vielleicht nicht so bemerkenswert, aber das Kernspiel finde ich ziemlich geil. Es kostet auch nur 15 Euro und ist von einem deutschen Entwickler. Max, wir hatten den hier damals zu Release der PC-Version schon im Interview und gestern bei der Live-Sendung hat er gesagt, wir können nochmal eins machen. Bin mal gespannt drauf, wie sich die Entwicklung in der ganzen Zeit dann so gegeben hat. Grafisch ist das größtenteils nicht besonders herausragend, technisch aber vollkommen in Ordnung mit allen Sachen. Ich find's gut. Jetzt am 7. März kommt dann wieder Nachschub für alle Beat Saber-Fans und diesmal ein DLC, den auch ich eigentlich sehr interessant finde, denn ich stehe auf die Mucke von Daft Punk. Die haben sich ja mittlerweile leider aufgelöst, aber ihre Musik lebt immer noch weiter und man kann mit Lichtschwertern draufhauen. Coole Geschichte. Wer nicht so auf Musik steht, sondern auf Grusel, für den ist auch am 7. März dann Overdark a Do Not Open Story. Es ist quasi der zweite Teil von Do Not Open. Das war ja damals ein Horror-VR-Titel parallel zu einem Film. Ihr schlüpft in die Rolle von Georg Foster, einem unerschrockenen Ermittler und Begleiter von Mike Goring, der sich nach den Ereignissen des ersten Spiels in ein Herrenhaus wagt. Doch was er dort findet, ist weitaus unheimlicher als erwartet. Während ihr im dunklen Tiefen des Herrenhauses vordringt, werdet ihr mit der bösartigen Präsenz von Mike Goring konfrontiert, dem ehemaligen Gefährten, der nun zu einem skrupellosen Feind geworden ist. Badababau. Auch am 7. März wieder DLC, diesmal auch wieder entspannt für alle Minigolf-Fans. Walkabout Minigolf bekommt den Ice Lair DLC. Ja, der ist so ein bisschen angelehnt an ein James Bond-Environment, wenn ich das richtig verstanden habe. Sieht auf jeden Fall ganz niedlich aus wie immer in einer schicken Polygonengrafik und Walkabout Minigolf scheint ja nie zu sterben. Die Leute suchten es wie verrückt. Viel Spaß dabei. Einen Tag später, am 8. März, kommt Agar von Gaming-Legende Jeff Minter. Ich hatte es gestern bei der Live-Show schon gesagt, ja, der hat für den Atari Jaguar Tempest 2000 gemacht und ist seitdem für mich ein Gaming-Gott. Tatsächlich haben wir zur PlayStation VR 2 Zeit ein paar Titel bekommen von ihm, die nicht nur auf der PlayStation 4 liefen, sondern auch VR-Support hatten. Leider nicht das von Atari publishte Tempest 3000, das war dann wieder nur flat, aber jetzt für die PSVR 2 gibt es auch wieder was Neues. Ich habe noch keine Ahnung, was das genau bedeutet, das Spiel. Eigentlich haben die immer miteinander, dass sie total psychedelisch sind, wahnsinnig Spaß machen, wenn man das Prinzip verstanden hat. Ich bin ein bisschen gespannt drauf. 8. März, AKR. Ebenfalls am 8. März kommt Stilt, ein farbenfroher VR-Plattformer, der vom klassischen Jump'n'Run-Spielen inspiriert ist. Nutzt eure schnellen Reflexe und Problemlösungsfähigkeiten, um durch die Level zu gelangen und sammelt unterwegs verlorene Geschenkpakete und Briefmarken ein. Benutzt euren Verstand und eure Stelzen, um jede Herausforderung zu meistern, überwindet Abgründe, vermeidet Fallen und besiegt Kreaturen, findet Power-Ups, um eure Stelzen zu verbessern und der ultimative Stelzenmeister zu werden. Komm schon, Leute, wer möchte nicht der ultimative Stelzenmeister werden? 8. März. Jetzt wird es wieder ein bisschen shootiger. System Critical 2 ist ein Plattform-Shooter. Lasst eure Armkanonen explodieren und benutzt Gewehre, Nahkampfwaffen, Granaten, Schilde, um euch euren Weg durch liebevoll gestaltete Level in epischen Bosskämpfen und tonnenweise Feinden zu bahnen. System Critical 2 ist bereits bei Steam und AppLab erschienen und jetzt auch für die PlayStation VR 2. Ich lese immer die Tweets des Entwicklers. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel jetzt ist. Von Sony zum ersten Geburtstag der PlayStation VR 2 angekündigt, Little Cities Bigger kommt am 12. März. Es ist ein farbenfrohes und entspanntes Neuinterpretation des Aufbauspiel-Genres, die von Grund auf für VR entwickelt wurde. Stürzt euch in eine inselübergreifende Kampagne mit kreativen Herausforderungen, bei denen
ihr Ressourcen und das Wohlbefinden der Bevölkerung ausbalancieren und eine Reihe dynamischer Naturkatastrophen meistern müsst. Oder entspannt euch im endlosen Sandbox-Modus, indem ihr eure Trauminsel von Grund auf neu entwerft. Little Cities ist bereits für MetaQuest erschienen. Die PSVR-2-Version enthält alle bisherigen Updates und DLCs und bietet eine verbesserte Grafik und Haptik. Sieht ganz süß aus. Ich mag den Stil irgendwie. Ist ganz nett. Gleich nach Little Cities Bigger, nämlich am 13.03. kommt wieder was Entspanntes, nämlich Forest Farm. Hier müsst ihr einfach den Wald roden und eine Farm errichten und den Leuten aus der anliegenden Umgebung handeln etc. Also so ein richtiger Farm-Simulator. Hoffe mal, auch sowas findet seine Freunde. Ich bin mal gespannt, wie dann die technische Umsetzung auf der PlayStation 2 ist. Und jetzt wird's merkwürdig. Paint the Town Red VR kommt am 14. März und bringt den chaotischen Nahkampf des Originals in die VR. Ein komplett immersives Erlebnis, das euch direkt in die Welt von Paint the Town Red versetzt. In einer Vielzahl neuer Features, die der Vorteile von VR voll ausschöpft. Bringt eine große Auswahl an Waffen mit einem neuen Grad an Präzision in den Kampf. Führt Schläge, Schwünge und Hiebe mit absoluter Präzision aus, während ihr um euer Überleben kämpft. Haltet zwei Waffen in den Händen für verheerende Kombinationen und plant eure Angriffe mit den räumlichen Wahrnehmungen, die nur in VR möglich ist. Keine Ahnung, man prügelt und boxt und schießt sich da einfach durch so eine Art Minecraft-Grafik. Mal sehen, was es ist. Ich habe eine Testversion hier, bilde ich mir ein. Werde ich vorher reingucken. Und am 23.03. kommt dann Madison VR. Das ist schon echt lange angekündigt von Perp Games. Jetzt scheint es soweit zu sein. Madison ist ein psychologisches Horrorspiel aus der Egos-Perspektive, das mit einer verstörenden Geschichte aufwartet. Mit Hilfe einer besessenen Sofortbildkamera verbindet ihr menschliche Welten mit dem Jenseits, löst Rätsel, erkundet die Umgebung und versucht zu überleben. Auf eurer Reise werdet ihr von Madison heimgesucht, dem Geist einer Mörderin, die euch zwingt, ein vor Jahrzehnten begonnenes blutiges Ritual fortzusetzen und abscheuliche Taten zu begehen. Madison VR ist eine VR-Portierung des gleichnamigen Spiels aus dem Jahr 2022. Da bin ich mal gespannt. Also es war vorher ein Flat-Titel. Mal gucken, was das dann so an möglichem Pomp noch beinhaltet, was die Grafik angeht. War jetzt auch lange in Arbeit. Und jetzt habe ich noch zwei Kandidaten, die kein konkretes Datum haben. Irgendwann, ohne konkretes Datum, im März erscheint eine Demo zu Sugar Mass. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert. Da schießt und prügelt man sich auch irgendwie durch so Süßigkeiten-Welten. Ich habe tatsächlich verpasst, mir mal irgendeine Kritik dazu anzusehen. Auf anderen Plattformen ist es nämlich schon draußen. Kann man ja mal in der Zeit machen. Das soll auf jeden Fall als Demo in diesem Monat kommen. Demo ist immer geil. Kann man reingucken. Schauen wir mal. So, und dann das ewige Cube VR. Weiß nicht. Ich glaube, seit Januar schleppe ich das jetzt hier durch die Ankündigung und jedes Mal ändert der Entwickler einfach nur den Monat ohne konkrete Angabe mit einem Tag. So, darüber haben wir auch schon gesprochen. Es ist so eine Art sehr, sehr schickes Minecraft. Soll früher oder später auch einen Multiplayer-Modus bekommen. Und was hier besonders nett ist, der Entwickler hat auf jeden Fall gesagt, dass er Eye-Tracking und Forward-Rendering benutzt und eine anständige Framerate hat. Also technisch wird das laut Aussagen des Entwicklers dann auf jeden Fall abliefern. Ob das jetzt wirklich diesen Monat kommt, wage ich nicht mehr vorauszusagen. Und da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Die Chance ist allerdings da. Und das waren jetzt die Geschichten, die für den Moment Stand 4. März halt bekannt sind an Releases für die PlayStation VR 2. Wenn noch was dazu kommt, wie gesagt, trage ich es ja einfach hier unten in die Liste ein und dann werden wir halt am Monatsende sehen, was daraus geworden ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr habt viel Spaß dran. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, welcher Titel für euch davon interessant ist. Stanza Mo Tenzin Mo von VR. Immer für euch da. Bye, bye. Der beste ist Mo Tenzin Mo von VR. Gibt's was Neues in VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der beste ist Mo. Ist Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo. Mo von VR is Mo. Der beste is Mo. Der beste is Mo. Der beste is Mo. Tenzin Mo von VR. Mo von VR. Mo von VR.